Hallo. Liebe Sammler, Freunde, ich habe hier eine Käthe-Kruse-Puppe, die immer in der Vitrine aufbewahrt war. Und plötzlich war der ganze Balg, also ihr Körper, weg und nur mehr braunes Pulver. Sie ist praktisch zusammengefallen. Innen vermute ich war eine Wattemischung, da ist noch ein Rest davon. Und der Balg ist eigentlich ganz weg, es ist auch keine Hülle mehr vorhanden. Und ihr seht, das ist eine schöne Puppe. Die Schuhe sind beidseitig gestempelt mit Käthe-Kruse. Und wenn man innen reinschaut, in diesen ganzen Unterkörper, da sieht man noch, wo gespannt war. Und natürlich, hier sieht es auch so aus, also da sieht man nichts mehr von einer Hülle von einem Balg. Da sieht man noch etwas von der Schnur, die ist auch zerfressen. Die Spannschnur, der Spanngummi. Und ich weiß wirklich nicht weiter. Ich habe schon viele Puppen restauriert, aber hier bin ich praktisch sprachlos. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn ich von irgendjemandem einen Tipp bekomme, warum das möglich ist, dass sich der Körper von selbst zersetzt und was da dahinter steckt, würde mich sehr interessieren, ob man überhaupt noch irgendwie ein Zubehörteil kriegt von Balg her. Den könnte ich dann stopfen. Ich würde mit Holzwolle stopfen und könnte die Puppe wieder neu spannen. Das wäre natürlich schön. Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar.